Ja, hallo, mein Name ist SaintDLP und ich mache Let's Plays für euch. Hier auf der Seite findet ihr ein paar ausgewählte Games, die ich bereits abgeschlossen habe, Let's Play technisch. Hier unten findet ihr die Links zum Kanal, zur aktuellen Playlist und natürlich zum nächsten Part, sofern dieser schon released ist. Und jetzt ab zum Game. Bestätigt. Wiederhole Plan Quadrat 527619er. Over. Bravo 6, verstanden. Over. Bravo 6, da ist ein Abrams direkt voraus im Wasser. Rufzeichen Warpick. Lieutenant Vasquez, Ihre Einheit geht vor. Over. Verstanden. Bravo ist unterwegs. Warpick soll sich bereithalten. Sind unterwegs. Ende. Der Panzer steckt einen halben Kilometer südlich von hier fest. Los jetzt! Und damit willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Modern Warfare 1. Letzte Mission war ja nicht so... Hinterhalt? Das Gebäude soll unter Sperrfeuer nehmen. Wir müssen vorwärts. Einfach laufen. Weiter vorwärts. Alpha, nehmen wir die Treppe und attackieren ihre Flanke. Bravo, Feuer zu ziehen. Weg hier. Einfach. Jetzt auf Nachtsicht umschalten. Jo, haben wir. Du Scheiße, Alter. Aber lustig, die ganzen grünen Strahlen hier. Ja, alles klar. Alter. Ja! Das war doch ein Feind. Metz hier mal einfach mal rein, wa? Der lebt noch. Finde ich faszinierend, dass meine Typen einfach da vorbeilaufen. Den haben sie ja nicht gesehen. Den haben sie gesehen. Naja. Attackiere ihre linke Flanke mit ihrem Maschinengewehr. Maschinengewehr? Jackson, benutze Ihr Maschinengewehr. Was für ein... Aua. Was für ein Maschinengewehr? Hier gibt's nur eine Dragunov. Jackson, benutze Ihr Maschinengewehr. Ach, hier. Ist überhaupt richtig, was ich hier mache? Achtung, weitere feindliche Truppen nähern sich dem Panzer. Sofort dorthin. Verstanden, wir arbeiten dran. Over. Boah. Sieht gut aus. Sicher. Meine Fresse. Was ist denn hier? Oh. Ja, mach mal scheiß Nachtsicht aus. Aua. Da reicht nur ein Schuss, wa? Da sind wir... Ja. Oh, Leute. Ja, ich hab dich gesehen. Nimm doch einmal dein Grinsen rauf.
Komm, da oben war noch einer. Oh, scheiße, ey, was hier Phase ist. Ich stehe hier, scheiße. Ich muss hier irgendwo erstmal an der Wand ran. Ein kleiner Klettermax. Lol. Er nur wieder. Oh. Junge, wenn du mir da im Weg stehst, ist das super ungünstig. Geh mal weg hier. Hier fliegen mir die Granaten nur so um die Ohren. Scheiße. Doch. Ja, na klar. Natürlich. Sir, die gibt's da draußen. Klappe halten und lagen sie weiter fest. Verstanden. Sperrfeuer. Ja, ja, hab ich da unten wieder. Wieder gesehen. Steht der Typ einfach auf, Alter. Das ist unglaublich. So, gehen wir mal hier lang. Sie. Doch da. Die Aufklärung hat feindliche Panzer in diese Richtung fahren sehen. Private West, rauf aufs Dach und diese Devlin gegen sie einsetzen. Private West, Panzer damit diese Devlin ausschalten. Fertig, so aufs Dach? Holen sich die Javelin. Okay. Das ist meiner. Jackson, den Panzer damit dieser Javelin ausschalten. Welche Javelin? Mit der da? Scheiße, nicht gegriffen. So, was für ein Panzer? Der da? Boah. Hallo? Nimm das scheiß Ding auf? Jackson, in den ersten Stock und die Panzer ausschalten. Erster Stock? Nicht genug Platz zum Feuern. Schön, wenn ich hier in Deckung kriege. Jackson, in den ersten Stock und die Panzer ausschalten. Und? Ja, das. Ohne Unterstützung, Alter, wird dort nichts, wa? Den Hulk nicht getroffen. Guter Schuss, Mann. Echt? Meine Fresse, Alter. Bravo 6, wir stehen nördlich der Überführung unter schwerem Beschuss. Wo zum Teufel seid ihr? Wir sind fast da. Durchhalten.
So, kann ich jetzt das Ding hier mal entsorgen? Kennt ihr ja noch meine Waffe wieder. So, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Meine Kollegen sind natürlich alle schon sonst wo. Der Panzer ist auf der anderen Seite der Überführung. Los jetzt, zurück zum Trupp! Was für ein Panzer? Hab gerade mein Dings weggeschmissen. Hätte ich jetzt die Javelin noch behalten sollen? Alpha 6, wie ist Ihr Status? Over. Wir sind einmal auf Singlestar. Es ist nur noch 4-4 übrig, aber der Panzer ist noch heil. Over. Kontakt im Osten und mehr Flankenangriff im Süden. Randbereich halten. Bravo 6 hier hochweg. Das Hauptgeschütz ist es, aber wir haben noch unser Maschinengewehr. Sie kommen mit Sprengsätzen rein. Lass sie nicht zu nah an den Panzer. Mann. Du stehst ja günstig da, Kollege. Ich deck mal die rechte Flanke. Das dürfte eigentlich ja nicht mal so verkehrt sein. Sie hier gar nichts. So. Gibt's hier irgendwie eine Zeit oder so? Oder muss man hier was Bestimmtes erreichen? Ich bin mal so wahnsinnig und latsch mal hier einfach weiter. Panzer wurde überlaufen und zerstört. Scheiße. Alter Schwede. Scheiße. Junge, du stehst da ungünstig. Fahrzeug zerstören, ich soll was zerstören. Klasse. Ja, ja, ich hab dich gesehen. Ja, natürlich. Darauf hat er bloß gewartet. Wir müssen da mal vorrücken. Da steht noch einer. Alter Schwede. Problem ist, dass ich hier wahrscheinlich alleine stehe. Es kommt keiner mit.
Wollt ihr mich verarschen? Jetzt kommen sie mit. Da ist die Flak. Spontan mal einen direkten Beschuss von einer Panzerfaust überlebt. Fuck. Weg hier! Schmeiß mit Granaten! Einfach durch! Lauf! Ah, von hinten! Ja, das ist auch sehr fortschrittlich. Ach du Scheiße, Alter! Ich bin so am Arsch, Alter. Nachladen. Gibt das Wahnsinn, wa? Boah, weg. Mach kaputt. Ja. Besser ist, wa? Aber ich brauche die genaue Position. Platziere ein IR-Signal und ziehe die Aufmerksamkeit auf dich. Over. Nimmt der Drogen? Ist ja meiner. So. Let's fetz. Legt das scheiß Signal. Okay, Leuchtzeichen gesichtet. Wir kommen von Nordosten rein. Bereit. Ja, die Schweine hoch da. Ja, so schön. Jo, wir formieren. Boah. So, bin da. Wir hören. Wir haben nicht viel Zeit, den Panzer rauszubringen. Wir nehmen Verteidigungsposition um diesen Sumpf hier ein. Hier und hier. Verschaffen wir den Technikern etwas Zeit, um ihn flott zu machen. Hurra! Hurra! Ja, liebe Freunde, vielen Dank fürs Schauen dieses Parts. Ich freue mich natürlich immer über ein Like und natürlich viel mehr über einen Kommentar von euch unter dem Video. Hier seht ihr nochmal die Games, die bereits abgeschlossen sind, ein bisschen themenbezogen sind so, zum jetzigen Let's Play und natürlich den Kanallink, den Playlist-Link und natürlich auch den Link für den nächsten Part, sofern dieser schon released ist. Kann sein, dass der noch nicht verfügbar ist. Von daher geduldet euch ein wenig und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Part wieder dabei seid.